Letzte Woche, als wir Uri Geller hier zu Gast hatten, waren unglaubliche Reaktionen bei den Zuschauern zu Hause. Wir können einige der faszinierendsten mal für Wahnsinn, Sie zeigen. Wahnsinn, was da passiert ist. Sie haben uns ihre ganzen MMS-Videos geschickt, E-Mail. Ich habe alleine 3 auf meinen Rechner bekommen. Also ist Wahnsinn. So, dann wollen wir mal. Der Löffel ist ja total verbogen. Können wir ja gar keine Drogen nehmen. Danke, Mortadella. Scheiße, was ist denn da mit dem Fernseher los? Der scheiß Fernseher, was ist denn das? Verdammte Scheiße hier. Die Programme weg, wenn ja dauernd. Echt übersinnlich ist, was da passiert ja, ist. Ja, und wirklich gesagt, Kompliment an Til Schweiger, der sich nicht zu schade war, den Geist zu spielen. Ja. Das ist ja ein Erfolg. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Aber also wirklich über 4 Millionen Zuschauer mittlerweile. Und das liegt kein auch Ohrhasen, der aktuelle Film von Til Schweiger ist aber auch gut, muss ich sagen. Fantastisch. Als ich drinnen war, habe ich kaum was verstanden. So wurde gelacht im Kino. Und das ist immer ein gutes Zeichen, das ist auch die Mundpropaganda. Und warum soll man nicht mal einen Erfolg von einem Kollegen feiern, ohne dass der hier ist? Ich finde, das sollte sich in Deutschland viel mehr durchsetzen. Ja, und das liegt ja auch daran, dass er wirklich in sehr, sehr viele Sendungen geht. Also ist das wirklich so? Ich habe den Eindruck, er hat kaum Werbung gemacht. Ja, so 1-2 Sendungen hat er gemacht. Ja. Also gerade eben war er noch da, dann irgendwie Goldene Kamera und hier Wetten, das und sowas halt. Und ich glaube, du hast ein paar Sendungen gar nicht mit Til Schweiger gesehen, die jetzt diese Woche gelaufen sind, wo er nochmal wirklich fantastisch Promo gemacht hat für seinen Film. Und ich habe alle für dich mal zusammengestellt. Ah, danke. Bitte. Ja, also ich finde das ja auch total wichtig, dass wir einfach mal drüber reden. Herr Voland-Laffen, wir müssen in Deutschland einfach auch mehr über Keinohrhasen reden. Das ist ein wichtiges Ding. Liebe Narren und Narrenlesen, wer im Kino hat verpasst Keinohrhasen, der muss mir jetzt mal richtig schön ein ausgeben. Ja, hallo, ich bin Til Schweiger, kennt mich vielleicht aus Hollywood und heute koche ich hier einen Keinohrhasen. Alles, was wir dazu brauchen, sind einfach Keingewürze und einen Keinohrhasen. Dann packen wir das alles hier schön rein, verkochen wir irgendwie und dann ist das ruckzuck fertig. Ne? Und das wird ja wohl 4 Millionen Leuten schmecken. Hi, ich bin der Til. Und das ist mein Keinohrhase, das ist mein Glücksbringer und ich bin 40, habe noch keinen Filmpreis gewonnen und möchte für euch einen Song singen. Kennt ihr Juli? Das ist der perfekte Keinohrhase, das ist der perfekte Tag, dass ich einfach von ihr tragen muss, ein Keinohrhase. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Astro TV. Es sind 48 Leitungen für euch frei zum Einwählen. Ihr süßen Keinohrhasen, also gebt Gas. Mein Sternzeichen ist übrigens Keinohrhase. Und jetzt werde ich mal die Karten legen und gucken, was ist. Oh, Scheiße, ich krieg keinen Filmpreis. Ist der Kurs nicht seit gestern gescheitert? Nein, das sehe ich nicht so im Gegenteil. Ich glaube, dass ein deutlicher Kunde 4 Millionen Zuschauer für Keinohrhasen. 4 Millionen. Dass dort das Protestprozess Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Schönen guten Abend. Til Schweiger hat einen eigenen Filmpreis gestiftet. Erster Preisträger ist Keinohrhasen von Til Schweiger. Außerdem soll der Preis fürs Lebenswerk an Til Schweiger gehen. Dankeschön und guten Abend. Da muss ich wirklich sagen, das meiste habe ich nicht gesehen. Gut. Respekt.